Also meine Arbeiten sind dort, wo ich nicht mathematisch vorgehe, also so quasi mathematisch-logisch vorgehe. Ja, kannst du das meinetwegen einfach durch, kann man das durchgehen, einfach eins nach dem anderen hier. Man braucht das ja nicht alles zu erklären. Habe ich irrsinnig viele Pfeile gemacht und dann haben mir die Wissenschaftlerinnen gesagt, ja, also die Mathematiker, was sollen denn diese Pfeile? Okay, bleiben wir dabei, danke. Und die Philosophen haben gesagt, ja, also was sind doch Pfeile? Ja, also wir reden von Begriffen und Texten und so und du kommst dann mit Pfeilen und dann noch in Farbe und also Quatschzeug. Ich habe im Gesprächsbeitrag auch schon gesagt, dass es eine ganz starke Tendenz gibt, mathematische Grundstrukturen als formales System zu definieren und als Modell dieser Grundstrukturen Diagramme, also eine Diagrammatik dieser Formalismen herzustellen. Und die beiden begründen gegenseitig die Rationalität dieses Systems. Und da ich jetzt schon so viele Pfeile entwickelt und hingemalt habe, und gleichzeitig eben diese neue Kategorientheorie entstanden ist, und ich das ist der neue Punkt, diese quasi monokontexturale verallgemeinerte Kategorientheorie auf eine polykontexturale Kategorientheorie entwickelt habe, besteht jetzt, das ist eben auch wieder so ein Diagramm, die Möglichkeit, ein Modell dieser polykontexturalen Kategorientheorie zu finden in diesem Pfeildiagramm, die ich da gemacht habe. Also das passt jetzt plötzlich sehr viel besser zusammen und mein Job wäre es jetzt, wenn ich jetzt hier eine Lecture geben würde, ja, ach, nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Nee. Ja, aber das ist irgendwie schief gegangen mit dem Zeichen, dass man ein anderes nimmt. Also wenn es, mein Job wäre jetzt zu zeigen, also einmal alle diese schönen Diagramme vorzuführen. Sorry, das ist da unten. Alle diese Diagramme jetzt formal zu interpretieren mit Formalismen. Und so sieht dann so ein Formalismus aus. Also wir bräuchten eigentlich natürlich mehrere Bildschirme. Also das, was jetzt da als farbiges Diagramm da war, wo die Pfeile waren schwarz. Also das heißt, da ja auch Black und Red. Und jetzt könnte ich eben diese Zeichnung, also dieses Diagramm, dass wenn man das sieht und liest, hat es eben mindestens diese Information in sich. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel eben nur die zwei, sorry, ich muss das mal ausschalten, Parallelen, diese zwei Dreiecke, sorry, das ist mein Ziel, muss man kurz das ausschalten. Es gibt technische Probleme mit Abholen und so, das ist alles noch ungelöst. Okay, darf ich fragen, was sind das für Objekte da, was da an der Tafel zu sehen ist? Das ist völlig abstrakt, also egal was, wenn es ein Objekt ist, ein Gebilde, das mit sich selber identisch ist, also eine Identitätsrelation gilt. Und also wenn ich jetzt nur bei dem Bild auf das Schwarze und das Rote betrachte, dann sehe ich einen Parallelismus von diesen beiden Dreiecken. Wir können ja wieder da zurückstehen. Hier schon. Gut, also wenn ich jetzt nur das Schwarze hier, die zwei Gebilde miteinander vergleiche, dann habe ich diese roten Linien und darum heißt es so Red and Black. Das heißt, ich habe, also ich muss natürlich noch sagen, was da überhaupt steht. Das ist sozusagen die Grundstruktur für Relationen oder Operationen oder was auch immer. Man hat einen Relator, einen
Begleitung, die bilden zusammen eine Relation. Das sind immer trinitäre Objekte, das ist auch in der Kategorientheorie so, man hat Objekte, Morphismen und Komposition. Mehr gibt es nicht, es gibt immer nur drei. Und ich habe jetzt noch wenigstens einen Punkt mehr eingeführt, nämlich diese Eins, die sagt, es gibt eben nur Eins, Uniqueness von dieser Struktur. Die ist in sich einzig. Und diese Einzigkeit habe ich extra mit einem Teil verankert, eine Sekunde. Und dieses Insistieren auf die Einzigkeit eines solchen Gebildes gibt natürlich nur dann Sinn oder ist nur dann überhaupt von der Relevanz, wenn es eben mehrere gibt. Wenn es nur eins gibt, dann kann ich das vergessen und versteht sich eh von selbst, wenn es nur eins gibt. Wenn es aber eben mehrere solcher Grundstrukturen gibt, die jetzt hier einfach bloß ganz brav nebeneinander stehen, muss ich das angeben. Okay? Zum besseren Verständnis, vielleicht können Sie ein Beispiel geben für ein Anwendungsgebiet dieser Struktur. Also was könnte da diesen Relator oder was stellt der Relator zum Beispiel dar? Ist das eine mathematische Größe, das also, Kulturtheorie oder was kann das sein? Es kann alles sein, was sich irgendwie definitorisch erfassen lässt als sozusagen ein Gebilde und eine Beziehung zwischen den Gebilden. Also, Monika, also ganz banales Beispiel ist einfach Addition. Ich habe Zahlen, das sind die, also jetzt hier übersetzen wir das mal ganz schnell, Operator, Operatum, Operation. Die Operanden sind einfach die Zahlen. Und der Operator ist meinetwegen ein Plus, dann schreibe ich Plus und dann eine Klammer und dann meinetwegen 2,3 und dann kommt 5 raus und dann heißt, das ist die Relation, also zwischen 3 und 5, ist die Operation auf 3 und 5, also die Plus-Operation auf 3 und 5 gibt 8 und 8 ist die Relation. Also das Gebilde bildet eine Relation, die aber nur dann einen Sinn gibt, wenn eben ein Relator definiert ist, Relater definiert sind. Erst dann habe ich diese die Relation. Und es gibt eben dann in einem solchen Formalismus eben nur eine Definition der Addition. Ich kann ja nicht, natürlich kann man das alles machen, sekundär. Ich kann ja Addition 1, Addition 2 einführen, aber es hat immer dieselbe Grundstruktur. Das heißt, eine Addition ist immer eine Addition und nicht eine Multiplikation. Okay, und wenn ich jetzt das nur so nebeneinander habe, habe ich eine Art Parallelismus. Wenn ich versuche darzustellen, die grünen Pfeile jetzt, dass in einem, wegen diesem Parallel, also wegen dieser diskontexturalen Parallelität darstellen will, was da überhaupt der Clou dran ist. Wenn das nur nebeneinander ist, ist das vielleicht auch nicht so interessant, obwohl also Parallelismus schon enorme Konsequenzen hat, wenn ich jetzt auf der einen Seite ein Computational System definiere und auf dem anderen ein anderes, dann ist es natürlich schon ganz nett, wenn ich zeigen kann, wie die parallel laufen. Aber viel interessanter ist, was passiert, wenn jetzt ein Relator zum Relatum wird. Plötzlich sagt der eine, ja, mal was bei dir, die Addition ist bei mir ein Objekt. Und was bei mir ein Objekt ist, ist bei dir eine Operation. Das heißt, ein Wechsel von Relator, Relatum, Operator, Operand. Das heißt, dann habe ich schon diese Figur mit den schwarzen Pfeilen und mit den grünen. Was war jetzt das? Achso, der hat natürlich keine Lust, aber dasselbe zu zeigen.